Also mein Name ist Hannes Jakob, Firma Haya Thermotech. Ich bin Entwickler für Thermoformbauteile und habe da 40 Jahre Erfahrung vom Maschinenbau angesehen, die Thermoformanlagen praktisch gebaut, dann selbst benutzt, die Konstruktionen der Thermoformbauteile übernommen und deswegen möchte ich jetzt einen Scope 3D. Für die Entwicklung der Verpackung ist es nicht immer, dass ich vom Kunden Daten bekomme, sondern sie haben ein Modell, das halt dann praktisch abkonstruiert werden muss. Und da ist es halt immer händisch zu vermessen und nicht so einfach, weil halt Freiformflächen dabei sind. Dann habe ich versucht, mit Zirkelmessmeter oder mit anderen Schablonen versucht, das Objekt nachzukonstruieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, einen Scanner anzuschaffen und habe dann den Scope 3D gefunden. Das handliche Format von dem Scope 3D ist so groß wie ein Handy. Ich muss nicht separat einen Koffer mitschleppen, den kann ich in meine Laptoptasche stecken und bin einsatzfähig. Das Stativ ist auch sehr kompakt, wo man dabei hat. Ansonsten muss man ja nicht viel tun. Durch das Scan-Objekt, das die verschiedenen Größen hat, von Handgröße bis, sage ich mal, Rucksackgröße, und brauche es nur auf einen neutralen Boden oder neutrale Decke zu setzen, stelle das Stativ auf und fange dann das Scannen an. Also mit Setup aufbauen und alles Mögliche, die ersten Scans gemacht sind maximal 15-20 Minuten. Und dann dauert es halt je nach Berechnungszeit vom Server, glaube ich, auch nochmal eine halbe Stunde, Stunde. Aber in der Zeit kann ich ja was anders machen. Das Tolle ist, dass ich von Scope 3D STL-Daten oder auch Step-Daten bekommen kann. Die STL-Daten kann ich direkt im 3D-Druckersystem verarbeiten und die Step-Datei verarbeite ich im CAD-System und kann da weiterentwickeln und daraus meine Verpackungseinlagen praktisch konstruieren. Im Endeffekt scanne ich eigentlich alles, was so im alltäglichen Bedarf anfällt. Das sind Kunststoffbauteile, Metallbauteile, Werkzeuge, sage ich mal, je nachdem, was die Anforderung ist. Ich bekomme Spielzeugsachen, wo ich eine Verpackung draus machen muss, sage ich mal, aus Kunststoff. Gehäuseteile oder Dinge, wo ich eine Koffereinlage machen muss, sage ich mal, für Transport oder eigentlich für den logistischen, innerbetrieblichen Ablauf. Sage ich mal, Pimp My Car, ich entwickle gerade für mein Radio neues Gehäuse, sage ich mal, mit Bildschirm, und das, aus dem alltäglichen Bedarf kommen alle Bauteile dazu. Also was mir am Scope 3D am besten gefällt, ist seine Handlichkeit, groß wie ein Handy. Ich muss nicht separat einen großen Koffer mittragen und ich kann das Gerät nur empfehlen, allein schon durch die Handlichkeit. Ob ich 10 oder 100 Scans im Monat mache und muss mir nicht dafür extra noch eine teure Software leisten, und ich habe keine Software zum Updaten, sondern das ist Scope 3D Know-how.